Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen und dem ausführlichen Wettervideo hier am Strand von Maspalomas heute am 17. März 2023. Ja, es ist kurz vor 8 Uhr, es ist 7 Uhr und 52 Minuten. Wir haben 18 Grad, wir haben keinen Wind und keine Wolken. Ja, so sieht das aus heute Morgen hier. Tiefstwerte heute Nacht an der Hauswand waren 16 Grad. Höchstwerte werden heute um die 28 Grad erwartet. Um 7 Uhr und 9 Minuten war der Sonnenaufgang und um 19.11 Uhr ist Sonnenuntergang. Gezeiten, wir haben jetzt im Moment zulaufendes Wasser, 9.57 Uhr ist Hochwasser und um 16.05 Uhr ist Niedrigwasser. Ja, an dieser Stelle erstmal ein paar Grüße und zwar die Martina, die hatte gestern Geburtstag, konnte es aber nicht mehr senden. Wie ich die Nachricht bekommen habe, war es schon zu spät, also heute alles Gute nachträglich von uns hier, von allen im Kanal. Wir haben uns ja erst vor kurzem kennengelernt, beim Lucky war das vor zwei, drei Wochen. So, und dann hat die Susanne, die hat heute Geburtstag und wird auch recht herzlich gegrüßt hier im Kanal. Alles Gute, Susanne, zu deinem heutigen Geburtstag. Du wirst recht herzlich hier gegrüßt, auch im Kanal und natürlich an die Martina gestern. Auf ein neues, schönes Lebensjahr und dass wir uns gesund und munter wiedersehen. Ja, Faro Leuchtturm heute 16 Uhr, wer möchte, kann mit dabei sein. Haben sich ja auch wieder Gäste angekündigt und gestern auch beim Lucky, es war wieder sehr lustig, es war sehr schön und wir haben viel Spaß gehabt und haben uns auch lange und gut unterhalten können. Und das ist ja der Sinn der Sache des Treffens. Ich glaube, es waren alle rundum zufrieden. Und da kommt die nächste Mitteilung. Ich habe das Interview gemacht mit dem Alex Engel. Und der Alex, der ist ein dufter, sympathischer Typ. Der ist am Samstag beim Lucky. Das heißt, sein Live-Auftritt am Samstag wäre jetzt nicht den Karneval Umzug sehen möchte oder mehr Ruhe haben möchte oder generell ja nicht an Karneval interessiert ist, der kann dann in die La Sandia gehen zum Tine und Lucky und ja, viele Grüße dann auch an den Alex geben. Ja, der Veranstaltungskalender wird immer länger. Es ist ja auch schön, wenn man Möglichkeiten hat, sich zu treffen. Gestern auch wieder nette Gespräche geführt. Unter anderem kam dann raus von ja, den Gästen, dass es der Treffpunkt ist. Es geht gar nicht ums Trinken, es geht nicht um die Musik, es geht um den Treffpunkt in vielen Fällen. Und das finde ich auch ein ganz wichtiger Aspekt und das sollte man auch immer überlegen, dass die Menschen da zusammenkommen, lustig sind, sich unterhalten und kommunizieren können, ohne jetzt Fernsehgeräte oder Handys zu benutzen. So, ja, für mich geht es jetzt in diese Richtung. Ich wollte euch das nur hier mal zeigen. Bedanken werde ich mich an dieser Stelle auch für allen im Kanal fürs Dabeisein, für den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und für die netten Kommentare, fürs Weiterleiten und ja, fürs Dabeisein. Auch ein großer Dank geht an alle, die die Tassen und die T-Shirts, Aufkleber bestellt haben. Vielen herzlichen Dank auch für diese Unterstützung. Und die sind ja alle rundum zufrieden. Immer wieder werden die Fragen gestellt, auch gestern. Wo bekomme ich die? In der Beschreibung ist die Shop-Adresse. Einfach drauf gehen und dann seht ihr die Webseite www.
und da könnt ihr dann draufklicken und dann ist der Shop und dann könnt ihr drauf gehen. Ja, und jetzt wieder hier die schöne Kulisse. Ja, die Wassersportler sollten sich alle gelb oder grün anziehen, dann wird man sie besser, noch besser erkennen. Nein, das hat nicht ganz geklappt. Ja, und am Samstag, da ist ja wie angekündigt immer zur Karnevalssaison der Umzug. Ich habe ja gestern die Route gezeigt, die genaue Route, die gefahren wird. Dann kam im Kommentar, sind die Geschäfte offen? Also die Geschäfte sind generell offen, aber einige Restaurants, die irgendwo an der Strecke liegen, die haben dann, zum Beispiel das Gofio, habe ich erfahren, macht zu. Die arbeiten nicht an diesem Tag. Und es hat auch ja wenig Sinn für irgendein Geschäft, wenn keiner hinkommt. Das heißt, die Parksituation, die ist schon ab früh 7 Uhr, dass man da nicht mehr parken darf. Und die Polizei wird auch die Autos alle wegräumen und die stehen dann irgendwo. Die müssen ja auch irgendwo hingestellt werden. Die abgeschleppten. Also da wird viel Bewegung sein und ich werde wohl am Umzug nicht teilnehmen. Ich werde die Vorbereitung so ein bisschen dokumentieren. Und den Umzug selber, da werde ich drauf verzichten. Das ist mir alles ein bisschen zu laut und zu stressig dann. Aber wie gesagt, vielleicht ergibt sich ja doch noch was. Jetzt geht es für mich erstmal hier in meine Lieblingsrichtung. Und zwar Richtung Punta de Maspalomas. Ja, gerade im Moment wird es wieder etwas lauter, das Meer. So, ich bin wieder mittendrin statt nur dabei. Ja, das kann nicht schöner sein. Nein, ich bin noch da. Es ist einfach nur schön, wenn man das genießen darf.
Ja, am Ende hänge ich euch auch noch die Bilder von Victor mit, weil unserem kanarischen Maler, den wir hier unterstützen mit seinen Bildern, der hat ja Aquarelle und Acrylgemälde mit Rahmen, ganz leicht, gut zum Transportieren. Und wer da helfen möchte, heute am Leuchtturm am Faro hat er die Möglichkeit. Die Aquarelle gibt es schon ab 15 Euro. Schaut euch an, wie schön die Wellen wieder sind heute. Wie glatt an sich das Meer ist. So auffallend auch wieder heute der dunkle Sand, aber richtig viel, nicht nur eine kleine Schicht, sondern so, ich schätze mal 10, 15 Zentimeter. Der glitzert in der Sonne. So, wir machen hier einen kleinen Abstecher. Ja, ich habe ja schon gestern darüber gesprochen und wir hatten es gestern auch das Thema beim Treffen bei Luki. Ich wurde gefragt, wie es dem Herz geht. Ich sage gut. Dann die Frage, welche Medikamente ich nehmen muss. Ich sage keine. Und dann Verwunderung. Ja, ich habe mich informiert, habe mich beraten lassen und habe festgestellt, dass es auch Möglichkeiten gibt, die nichts mit Medikamenten zu tun haben. Und diesen Bericht, den ich freundlicherweise von Martin bekommen habe, Martin Sondermann und Sabine Sondermann, werde ich euch den kostenlos zur Verfügung stellen. Und zwar in den nächsten Tagen. Mal schauen, wie schnell Toni das machen kann. Ich habe eine Webseite und da ist ein Shop. Und auf dem Shop, da werde ich diesen Link, den Download, dann postieren und dass ihr euch das ansehen, lesen oder auch ausdrucken könnt. Selbstverständlich kostenlos, ganz klar. Und dann könnt ihr das mal nachlesen, was mich bewogen hat, dann ganz einfach einen anderen Weg einzuschlagen. So, aber jetzt sind wir erstmal hier auf irgendeiner Düne. Und sieht genauso schön aus hier. Man hat nur nicht den großen Rundblick hier. Ja, sieht das nicht schön aus? Ja, das gibt auch bestimmt ein schönes Foto. Ja, so nah die Düne am Wasser gibt es auch nicht so oft.
So, da vorne ist die Punta de Maspalomas. Ihr könnt es schön sehen, der Knick. Aber ich mache hier kehrt. Für mich geht es jetzt wieder hier in die andere Richtung. Ja, gestern auch das Thema Gezeiten, doch wichtig, wenn man laufen möchte. Also man sollte sich dann schon, wenn man jetzt nicht im trockenen Sand laufen möchte, sondern direkt am Strand, am Wasser, dann sollte man sich nach den Gezeiten richten. Die sollte man irgendwo auf dem Handy gespeichert haben vielleicht oder ausgedruckt einmal für den Monat, kann man das ja ausdrucken. Und dann weiß man auch, was Sache ist. Ja, schöner kann ein Spaziergang nicht sein und da ist auch für jeden was dabei, glaube ich. Und so viele Möglichkeiten, wie man hier haben kann. Ich sage vom Minigolfplatz über Golf spielen und wandern, auch in den Bergen geführte Touren, die angeboten werden. Und die gute Busverbindung, man kann sich also wirklich schnell entschlossen oder kurz entschlossen dann mal zur Bushaltestelle aufmachen und dann vielleicht mal nach Las Palmas fahren. Und ja, so sieht das aus und freundliche Menschen gibt es überall. Und hier gibt es besonders viele davon. Das sind die Arbeiter für die Liegen. Ja, man sieht das anlaufende Wasser. Ja, wieder mittendrin statt nur dabei. Halt nass ist auch schlecht. Das wird alles wieder trocken. Ja, heute am Faro und wer möchte, kann ja gerne mit dazukommen. Ansonsten könnt ihr euch die Realität dann ja auch wieder ansehen. Für die nicht dabei sein können, den Blick in die Berge dürfen wir nicht vergessen.
So, nun haben wir auch gleich wieder das Thermometer und die Uhrzeit im Blick. Ja, hier sind noch mehr Wellen, das ist ganz eindeutig. Hier haben wir 3, 4, 5 Wellen hintereinander, die Abfolge, deswegen sind ja auch die Wassersportler hier. So, das Thermometer zeigt 22 Grad an und es ist 8 Uhr und 45 Minuten. Es gehen nicht alle Thermometer hier, genau, das ist ganz klar, aber mittlerweile weiß ich schon, welche Thermometer einigermaßen genau anzeigen und welche nicht. So, mit diesem Blick hier verabschiede ich mich jetzt und sage bis später oder bis morgen früh oder zum Karnevalvorbereitung oder. Einen wunderschönen Freitag-Wochenendstart und bis bald. Hasta luego.